Ich habe hier ein hochwertiges Zweibein der Marke Havis an einem Luftgewehr HW-100 befestigt. Das Zweibein möchte ich Ihnen mal kurz zeigen. Man kann hier die Klemmung lösen, die Füße ein bisschen weiter rausschieben, so wie man das möchte. Und dann kann man natürlich die Füße runterschwenken. Die Füße haben Gummipuffer. Und wenn ich das Zweibein abnehmen möchte, geht das hier sehr komfortabel. Da löse ich hier einfach eine Rändeschraube, drücke hier unten den Verschluss ein bisschen zusammen und kann dann das Zweibein abnehmen. So. Zur Befestigung musste ich am HW-100 eine Riemenöse befestigen. Das habe ich für meine Kunden hier schon gemacht und kann das auf Wunsch gerne für sie nachrüsten. Der Aufpreis für so ein Harris-Zweibein mit dieser Befestigungsmöglichkeit wäre ca. 160 Euro. Ich möchte Ihnen nur noch mal kurz von Dichtem zeigen, wie einfach sich das Zweibein der Firma Harris an Gewehren befestigen lässt, vorausgesetzt man hat eine Riemenöse. Also, Sie haben hier so einen Mechanismus mit einer Klammer. Wenn ich hier unten zusammendrücke, geht die halt oben auseinander. Und diese Klammer setze ich praktisch über die Riemenbügelöse und mit der Wendeschraube ziehe ich das Ganze dann fest. Ganz einfache Sache. Das will ich jetzt mal fix zeigen. Also aufsetzen. Und dann wird die Wendeschraube einfach festgezogen. Und das Zweibein sitzt dann richtig gut an der Waffe. Jo, die Beine können halt ausgeschwenkt werden und in ausgeschwenktem Zustand sitzen die auch sehr stabil. Die Marke Harris ist übrigens einer der Marktführer, was Zweibeine angeht, und es ist eine sehr erprobte und ausgefeilte Technik. Angebote und weitere Informationen gibt es bei Firma Schlottmann unter www.kanonen.de oder www.waffen-schlottmann.de.